kalten Brandenburgs Tagen, denn wir haben tatsächlich minus 3 Grad draußen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Heizung angeworfen, weil es im Studio relativ frostig ist. Ich hoffe, das Studio wärmt sich während des Vlogs noch ein bisschen auf. Naja, ist halt Winter, kann man nichts dran ändern. Und passt eigentlich auch ganz gut zur Thematik, ist aber dann erst später dran, ist ja ein großes Tagesthema. Jetzt wollen wir nicht über das Wetter reden, jetzt wollen wir ein bisschen absolutistischen Irrsinn anschauen, denn davon haben wir so einiges. Und ich habe echt überlegt, was wir heute als lustige Meldung nehmen. Denn eigentlich steigen wir immer mit was Witzigem ein, damit wir ein bisschen drüber lachen können. Es ist diesmal nicht ganz so leicht oder ist mir nicht ganz so leicht gefallen, denn wenn man so die Medien durchforstet, wenn man auf Themensuche ist, da wird man einmal mehr, naja, einen Abklatsch nach dem anderen lesen. Es war nicht sonderlich leicht, heute überhaupt einen in Anführungszeichen abwechslungsreichen Themenzettel zusammenzubekommen, weil die alle nur voneinander abschmieren. Aber was erwartet man in Absurdistan schon? Hält uns trotzdem nicht davon ab, ein bisschen zu schauen, was die Absurdistaner so raushauen, denn ein bisschen Irrsinn haben wir. Und ich habe was, da kann man zumindest ein klein wenig drüber lachen. Denn es ist mal wieder Realität schlägt Ideologie. Die bösen Verschwörungstheoretiker haben es ja von Anfang an gesagt, aber nun hat es auch der Mainstream mitbekommen. Denn die Berliner Zeitung hat berichtet, dass offensichtlich kein ganz so großes Interesse an den neu importierten rosaroten Elefanten ist. Also es gibt kein allzu großes Interesse an den neuen rosaroten Elefanten, die angeblich die Wende in der Kampagne bringen sollten. Also in der Zensiert-Kampagne, ihr wisst, was ich meine. Hat man den Leuten nicht erzählt, oh, wenn der Hersteller dann auf dem Markt ist, dann warten Zehntausende drauf und alle wollen es haben und rennen dann die Suppenküchen ein. Naja, nun ist der Hersteller mit dem Namen N auf dem Markt. Nun gibt es den in Absurdistan. Und die Zehntausenden, die angeblich die Arztpraxen und Suppenküchen stürmen sollten, die sind ein bisschen dezimiert worden. Das sind nämlich, die kann man an einer Hand abzählen. Na, nicht ganz, aber ich habe tatsächlich gestern schon einen Artikel gelesen, Tausende erwartet, 17 sind wohl gekommen oder so. Ja, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, besser als gar nicht. Aber da sieht man mal wieder, was da für ein Narrativ aufgebaut wurde. Zehntausende warten drauf, die Kampagne bekommt neue Würze und jetzt kommen auch die Skeptiker und konsumieren das Zeug. Ja, wie wundervoll das funktioniert, das sehen wir. Aber das kann möglicherweise, oder das, was heißt möglicherweise, das geht natürlich auch zu 100% auf die Kappe der Politik. Denn, wenn wir nochmal kurz drüber nachdenken, was damals verbreitet wurde für einen Schwachsinn, unter anderem vom Captain Gammelzahn, was als glatte Lüge zu interpretieren ist, oder zu, was definitiv eine glatte Lüge ist, dann müsste man sich eigentlich nicht wundern, dass das Vertrauen der Bevölkerung in eben jene Regierung und deren Produkte, dass das möglicherweise ein klein wenig erschüttert sein könnte. Denn lassen wir mal kurz Revue passieren, wie damals Marketing gemacht wurde für den neuen rosa Elefanten. Man hat sich hingestellt, Captain Gammelzahn persönlich, und sprach von einem Tod, ihr wisst schon was. Das wäre ja kein Ding, kein, naja, darf man ja nicht offen aussprechen in diesem Land, das von der Goldgrube und Konsorten, ihr wisst alle, was gemeint ist. Nein, es wäre ja ein traditioneller Tod zensiert an der Stelle. Dann kam relativ schnell raus, nee, das stimmt nicht. Das Zeug basiert auf einer Proteintechnologie, die auch nicht sonderlich lange erprobt ist, die auch relativ neu ist und die auch nicht unumstritten ist. Denn das, was die bösen Verschwörungstheoretiker und Kritiker, was sie von Anfang an bemängelt haben, das ist bei dem Proteinzeug auch nicht viel besser. Und Captain Gammelzahn hat ganz offen zugegeben auf seinem Twitter-Account, so wirklich, konnte jeder nachlesen, ist glaube ich immer noch online, hat ganz offen zugegeben, naja, also es stimmt ja eigentlich gar nicht, dass das ein toter rosa Elefant ist. Wir sagen das aber, weil die bösen Skeptiker, die wollen ja nur einen toten Elefanten. Er weiß zwar nicht warum, aber weil die Skeptiker nur einen toten haben wollen, nennen wir das Ding einfach so. Ja, stellt euch mal vor, ihr kommt zum Autohändler. Ihr wollt, was weiß ich, ihr wollt ein Auto kaufen und der Händler fährt euch einen Traktor vor. Und dann sagt der Händler, so, dies ist aber jetzt ein Traktor. Der steht da seit 20 Jahren auf meinem Hof, den will keiner haben, so eine Uraltmühle, was weiß ich schon, naja, halb am Auseinanderfallen. Und weil die ganzen Kunden immer nur Autos haben wollen, da hängt der Händler einfach ein Schild dran, wo Auto draufsteht. Da steht dann BMW drauf oder so. Und dann kriegen die Kunden, die gerne ein Auto kaufen möchten, die jetzt vielleicht nicht die allerintelligentesten Zeitgenossen sind, die kriegen dann so ollen Drecker verkauft und der Händler hat ihnen einfach gesagt, das wäre ein Auto, weil würden immer nur Autos gesucht. Ja, da muss man schon ziemlich blöd für sein, wenn man auf sowas hereinfällt beim Gebrauchtwagenkauf.
Aber genau so geht die Politik ja vor. Die stellen sich hin und sagen, ja, ja, das wäre so und sowas, das hat ja nichts mit nichts zu tun, obwohl sie genau wissen, dass es eine Lüge ist und sie geben es auch noch zu. Und jetzt wundert sich die Politik und die Medien sind ja auch irgendwie irritiert. Jetzt wundern sie sich alle, warum die Bevölkerung keinen Bock hat, das zu konsumieren. Ja, vielleicht weniger Lügen? Vielleicht einfach ehrlich das Produkt nicht bewerben, sondern ehrlich über das Produkt ehrlich kommunizieren, so rum. Aber ihr wisst ja, wer dran schuld ist. Die bösen, bösen Kritiker, die Verschwörungstheoretiker, die untergraben das Vertrauen in den Staat. Nee, Leute, ihr lügt. Ich rede nur über eure Lügen. Ich kann nichts dafür, dass ihr vorher gelogen habt. Also, das da machen. Aber ich glaube, auf die Idee kommen sie wahrscheinlich allzu bald nicht. Schauen wir uns die nächste Meldung an, das nur so als lustiger Einstieg. Der angeblich tote Elefant, der dann doch kein toter Elefant war, wo ganz gezielt gelogen wurde, um den Leuten zu erklären, es wäre einer, der kommt nicht gut an. Hat keiner Bock drauf. Und da muss man ja auch noch dazu sagen, selbst wenn sich jetzt welche einlullen lassen von diesem toten Elefant, von diesem Proteinelefanten, habt ihr mitbekommen, dass der dritte Elefant, den ihr dann adoptieren müsst, um als Vollständige, ihr wisst schon was zu zählen, dass der dritte Elefant dann ein herkömmlicher Elefant der Goldgrube oder der Konkurrenzfirma sein muss? Also ihr dürft jetzt zwar zweimal den neuen Elefanten konsumieren, aber fürs dritte Mal, damit ihr dann vollständig Elefantenadoptant seid, dann müsst ihr wieder so einen Elefanten adoptieren, wie ihr bisher offensichtlich nicht wolltet. Also kann man sich meiner Meinung nach von vornherein schenken. Wer das braucht, bitte sehr, gönnt euch, aber immer im Hinterkopf behalten. Ein gutes Produkt muss man nicht mit Lügen bewerben. Naja, schauen wir uns jetzt aber die nächsten Nachrichten an, denn so wichtig ist es eigentlich nicht mehr. Die Kiste zerlegt sich gerade selber und wenn die Bevölkerung jetzt nicht nachgibt, wenn die Bevölkerung weiter auf die Barrikaden geht und mitteilt, hey, liebe Regierung, was ich mir reindrücken lasse und was nicht, ist meine Angelegenheit. Wenn die Bevölkerung weitermacht, hat sich die Sache eher vorgestern als morgen erledigt. In Österreich ist es so gut wie vom Tisch, wenn die Österreicher jetzt nicht nachgeben, dann kommt die Politik mit dem Wahn nicht durch. Das wissen wir aber mittlerweile. Jetzt lese ich gerade von Gabi, so blöd ist niemand. Wir sind in Absurdistan. Also ja, würde ich jetzt so vom Gefühl her ja eigentlich auch sagen, so blöd kann doch keiner sein. Aber dann gucke ich aus dem Fenster. Dann revidiere ich das wieder ein bisschen. Oh, jetzt aus dem Fenster gucken war gemein. Meine Nachbarn sind natürlich nicht blöd, aber ihr versteht, wie ich es meine. Also ich denke, in diesem Land wundert einem nichts mehr. So, schauen wir uns mal etwas, was nehmen wir denn als nächstes? Schauen wir mal nach China, da wo ja offensichtlich so ein bisschen die Brutstätte des Irrsinns ist. Da hat nun der Lügel mitgeteilt, dass die Chinesen in Hongkong, das freie große Hongkong, was immer beworben wurde, naja gut, schon lange nicht mehr, dass die Chinesen in Hongkong nun Containerstädte aufbauen. Ja, wozu soll das dienen? Sie errichten Lager, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. Naja, auf einen Punkt konzentrierte Container, wo sie Leute einsperren wollen, mit dem Vorwand Zombie. In Hongkong wollen sie also Leute mit der Begründung Zombie in ein Containerlager sperren. Herzlichen Glückwunsch! Woran erinnert das doch gleich? Ach ja, Verschwörungstheorie, darf man leider nicht drüber reden. Da fässt man sich auch nur noch an den Kopf und fragt sich, liebe Chinesen, was habt ihr eigentlich geraucht? Denn mittlerweile müsste ja eigentlich mal aufgefallen sein, ist keiner ausgestorben? Die ganzen Horrorvideos, die irgendwo von Anfang an gefaked wurden mit Leuten, die auf der Straße umfallen, die haben sich offenbar als Zeitungsente herausgestellt. Das war nichts, das war Bullshit, das waren Fake News. Langsam müsste man doch mitbekommen, dass, oh Gott, ich glaube, über 99% der angeblichen Zombie-Fälle, dass es denen nicht allzu schlecht zu gehen scheint. Ja, ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, weil massive Zensurgefahr. Und trotzdem haben die Chinesen, wie auch ihre Brüder und Schwestern im Geiste, die Australier in gewissen Bundesstaaten, nichts Besseres zu tun, als die Menschen wegzusperren in irgendwelche Containerdörfer? Ja, merkwürdig. Könnte das möglicherweise auch politisch missbraucht werden? Ah, Verschwörungstheorie, wisst ihr schon. Also, die gesamte Welt hört auf, dem Panik nachzulaufen, oder fast die gesamte Welt, das gallische Dorf Absurdistan hell, klammert sich dran wie eine Ameise an einen Strohhalm im Wasser. Fast die gesamte Welt hört auf mit dem Irrsinn. Große Teile der Welt haben es nie interessiert. Und die Chinesen bauen jetzt Containerdörfer. Weil sie wollen nur jemanden dann wegsperren, wenn da jemand Zombie hat. Ach so. Ja, passt irgendwie zur chinesischen Volksrepublik, die nicht unbedingt für ihre, nennen wir es mal, naja, allzu weit bekannte Achtung der Menschen- und Bürgerrechte bekannt ist. Bekannt doppelt gemoppelt hält besser. Ja, weiß man, was man von den Chinesen zu halten hat, oder? Und was auch hier wieder das Traurige ist, es gibt tatsächlich auch Absurdistaner, die sowas gut finden. Die nach 2 Jahren immer noch nicht verstanden haben, dass sie möglicherweise, eher
skeptisch in eine andere Richtung sein sollten, sich aber nicht ins Hemd scheißen sollten, weil sie 2 Tage Schnupfen haben. Aber gut, jeder wie er mag an der Stelle. Wer sich gern in irgendwas Paranoides reinsteigert, der kann das natürlich tun. Gibt ja durchaus Leute, die brauchen ihre tägliche Portion Angst. Alle anderen, die genießen halt einfach ihr Leben. Aber da wir gerade bei der täglichen Portion Angst sind, da haben wir was vom Fokus, da habe ich auch nochmal gedacht, ja meine Güte, wie blöd kann man denn sein? Und das ist jetzt wirklich nicht lustig, weil das ziemlich gefährlich ist, aber könnte man sagen, Darwins Auslese. Der Fokus hat nämlich mitgeteilt, dass die Paranoia-Piloten, also die, das ist ja 1:1 jetzt umgezogen von Panik, weil Zombie, jetzt Panik, weil Russen, das ist ja die gleiche, das gleiche Klientel, was sich jetzt hinstellt und Russenpanik schiebt oder die Atomkraftwerk explodiert, das sind alles die gleichen Leute. Erst haben sie Zombie-Panik geschoben, how dare you, wie kann es denn sein, dass Leute gewisse Pharmaprodukte nicht konsumieren wollen? Und jetzt sind die gleichen Leute, die sich hinstellen und schreien, oh, Tschernobyl geht wieder hoch und Katastrophe und die Russen. Also es ist ja wirklich ein Klientel. Und jetzt ziehen sich diese Leute offenbar, oder sind zumindest steigt die Nachfrage in dem Bereich, jetzt scheint das Umweltministerium Angst zu haben, dass sich dieses Klientel nun ohne Sinn und Verstand Jodtabletten reinzieht. Naja, ich meine, rosa Elefanten haben sich ja nun schon reingezogen. Vielleicht wird es langsam langweilig, vielleicht ist die Stempelkarte irgendwann voll, vielleicht steigen sie jetzt um auf Jodtabletten, ich kann es auch nicht sagen. Aber sie haben ja nun Angst vor einem drohenden Atomkrieg. Wir haben ja schon über die Sachen geredet mit den Warnstufen und sowas, also eigentlich gibt es da keinen Grund, in Panik auszubrechen. Aber wer gern Panik mag, wer es geil findet, sich Angst machen zu lassen, ja, der will eben die, nennen wir es mal, weniger dramatischen Sachen, die etwas realistischeren Sachen nicht hören. Der findet es halt geil, dass er seine tägliche Portion Angst haben kann. Und diese Leute scheinen sich nun Jodtabletten reinziehen zu wollen. Also hier muss man dazu auch nochmal erwähnen, die Dinger, die funktionieren nur in einem sehr, sehr engen Zeitfenster. Wenn denn tatsächlich was passiert, dann gibt es ein kleines Zeitfenster, wo es tatsächlich sinnvoll ist, sich die Dinger reinzupfeifen. Das ist aber minimal, das ist eine Sache von paar Minuten jetzt platt gesagt. Es sind wenige Stunden bis ein paar Minuten, wo das wirklich einen Sinn ergibt. Es ergibt keinen Sinn, sich Jodtabletten reinzupfeifen, wenn es dafür keinen Anlass gibt. Ich glaube, das ist ganz klar. Es ist wie mit Kopfschmerztabletten. Man kann auch keine Kopfschmerzen nehmen als Präventivmittel, damit man am Abend keine kriegt. Wird auch nicht so gut funktionieren. Und nun hat sich das Umweltbundesamt genötigt gesehen, da ein offizielles Statement abzugeben, davor zu warnen, dass es ziemlich doof wäre, dass es ziemlich kontraproduktiv und gefährlich wäre, sich Jodtabletten ohne Anlass reinzupfeifen. Ja, jeder, der ein bisschen drüber nachdenkt, der kommt da selber drauf. Ja, ist ja auch der Grund, weshalb die in Absurdistan nicht einfach so rausgegeben werden in der Regel. Da gab es auch schon riesen Diskussionen, die müssen sie doch an die Bevölkerung rausgeben und warum muss man denn da zentrale Sammelstellen haben? Ja, wegen den Vollpfosten, die sich das Zeug sonst reinpfeifen, wie sie Bock drauf haben. Beziehungsweise einfach aus Unwissen, weil sie nicht, wenn sie nicht damit umgehen können. Und die Gefahr besteht in Absurdistan, glaube ich, tatsächlich. Denn, wisst ihr die Debatte noch? Es ist ja immer, wenn es um Kernkraftwerke geht. Andauernd gehen die gedroht ja immer die Gefahr, dass die hochgehen. Ja, kam jetzt noch nicht allzu oft vor in Absurdistan. Und die anderen, die tatsächlich echten Unfälle, die es bisher gegeben hat, sind entweder auf Naturkatastrophen zurückzuführen oder auf menschliches Versagen. Hat also mit der Technologie nicht allzu viel zu tun. Aber wenn man diese Jodtabletten tatsächlich ausgeben würde, was in einigen Ländern völlig normal ist, haben wir wahrscheinlich hier in Absurdistan ein riesengroßes Drama, weil sich das jeder Depp reinpfeift, nur weil er mal an einem AKW vorbeifährt. Also, ich kann mittlerweile nachvollziehen, warum sie das nicht an die Bevölkerung ausgeben, sondern erst im Katastrophenfall dann an Sammelstellen zugänglich machen. Dass nun aber das Umweltbundesamt da was zu sagen muss, das ist auch wirklich lächerlich. Aber da hat sich mir auch ein bisschen die Frage gestellt, warum das Umweltbundesamt? Müsste das dann nicht eigentlich das Gesundheitsministerium machen? Also wäre das nicht laut einer Aufgabe vom Captain Gammelzahn? Ja, vielleicht hat er da keine Ahnung von, vielleicht kriegt das nicht hin, vielleicht übersteigt er seine Kompetenzen. Aber nochmal für alle, nein, es gibt keine Notwendigkeit, euch Jodtabletten reinzuziehen. Und die sind auch kein Allheilmittel, die blocken nur radioaktiv verseuchtes Jod, wie der Name ja schon sagt. Könnt ihr euch gerne mal ein Tutorial zu anschauen, wie das funktioniert, oder einen Chemiker eurer Wahl fragen. Dass aber jetzt wirklich jemand auf die Idee kommt, das einfach präventiv mal eben so reinzuschmeißen, ja, ehrlich gesagt, erwartet man ja mittlerweile nichts anderes mehr. Aber das zeigt wieder diese Panikgeilheit. Wie kommt man auf so eine Idee? Jetzt ganz rational nachgefragt. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Wie kann man sich so massiv Angst einjagen lassen, dass man der Meinung ist, sich jetzt Jod reinzuziehen? Also wirklich einfach so ins Blaue hinein. Naja, sollen sie machen, wenn sie meinen. Nee, sollen sie lieber nicht machen, weil es ist tatsächlich, wenn man da zu viel von konsumiert, ist das nicht allzu gesund.
Nein, ich meine kein Jodsalz. Das ist nochmal was anderes. So, gucken wir aber die nächste Meldung an, denn da bleiben wir auch noch so ein bisschen beim Thema. Wir rutschen heute von einem Thema zum nächsten. Das passt wundervoll, gerade so mit den Übergängen. Wir haben nämlich noch was aus dem Lügel. Vom Südolfus aus Südistan. Der hat jetzt auch mitbekommen, also das mit der Energieversorgung in Absurdistan, das ist vielleicht nicht mehr auf dem stabilsten Fundament gebaut. Könnte vielleicht sein, dass die Energieversorgung in Absurdistan im allerschlimmsten Fall so ein bisschen krachen geht. Das Gas wird knapp, Kohle wird knapp, das mit dem Öl ist jetzt möglicherweise auch demnächst nicht mehr ganz so einfach zu bekommen, wenn die Amis alles wegkaufen, wenn wir dann das Teure von den Amerikanern erwerben müssen. Also da liegt einiges im Argen. Und besonders im Sommer haben wir ja erlebt, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht, was macht man dann? Richtig, man feuert die Kohle und die Gaskraftwerke an. Und jetzt fällt dem Südolfus auf, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir die Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen lassen. Er spricht sich für eine längere Laufzeit von 3 bis 5 Jahren aus. Und da muss man mal sagen, ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Da hatte Südolfus der 12. tatsächlich mal was Sinnvolles gesagt. Denn anders wird sich das, was vom politischen Wahlen gerade ansteht, nicht bewerkstelligen lassen. Man kann nicht sämtliche konventionelle Kraftwerke abschalten und verbieten, während man keine funktionsfähige Alternative hat. Jetzt kommt mir nicht mit, da müssen wir halt Milliarden in die Erneuerbaren investieren. Man kann das ganze Land voll Solarplatten pflastern. Man kann sämtliche Wälder abholzen und überall Windräder aufstellen. Wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, dann ist es wertlos. Schnurzpiep, egal wie viel es davon gibt. Also, nur mit, wir müssen mehr Windräder bauen und mehr Solarplatten, wird man das Problem nicht lösen, weil es einfach extrem abhängig von äußeren Einflüssen ist. Wäre also deutlich sinnvoller, wenn man denn darauf in Anführungszeichen setzen möchte, vernünftige Speicher zur Verfügung zu stellen, die leider noch nicht existieren. Also, der erste Schritt wäre, Speicher bereitzustellen. Dann könnte man nämlich darüber reden, ob man mehr Windräder und mehr Solarfelder baut. Dann hätte man nämlich einen Pufferspeicher, den man voll machen kann, wo man es dann abzapfen kann, wenn man es benötigt. Aktuell gibt es nur Speicher, die einen zu hohen Verlust haben, die entsprechend nicht wirklich praktikabel sind. Zumindest am Markt, was da gerade verwendet wird. So, da man die Speicher aber völlig außen vor lässt, hat offenbar keiner Bock in der Politik drauf und den Schritt überspringt und sagt, wir müssen einfach nur mehr bauen, ja, da wird man relativ schnell auf die Schnauze fallen. Denn, wie gesagt, man kann so viele Windräder und Solarfelder, wie man will, hochziehen. Wenn nix Sonne, wenn nix Wind, dann 0 Kilowattstunden Strom. Einfach mal für den dümmsten anzunehmen, User. Nicht, und nicht für Sonne kann ich leider nicht, kann ich jetzt nicht irgendwie pantomimisch darstellen, funktioniert nicht. Dann halt nix Strom. Dann Schicht im Schacht, Lampenschwarz. Und wie kann man das abfangen? Ja, mit Kraftwerken, die man nach Bedarf steuern kann. Ja, auch ein Atomkraftwerk kann man nicht einfach hoch und runter fahren, wie man gerade will, aber da kann man zumindest die Leistung anpassen. Bei Kohle- und Gaskraftwerken ist es ganz ähnlich. Die lassen sich noch ein bisschen flexibler steuern. Heißt also, wenn eine hohe Last vorhanden ist, zu Stoßzeiten, kann man mehr Strom erzeugen, kann man die Kohlekraftwerke ein bisschen stärker anfeuern, kann man die Gaskraftwerke ein bisschen stärker anfeuern, dann speisen die mehr Strom ins Netz. Das funktioniert eben bei Wind und Sonne nicht allzu gut, weil es eben äußere Einflüsse sind, die sich nicht beeinflussen lassen. Ist ja klar, muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Und jetzt, wo man nur, ich glaube, noch 2 Atomkraftwerke hat man, die müssen Ende des Jahres vom Netz gehen und die Kohlekraftwerke wollen sie auch verbieten. Jetzt, wo das alles wegfällt, gibt es de facto in Absurdistan keine Möglichkeit mehr, das abzufangen. Ja, wir können dann mehr importieren. Ja, dann importieren wir halt den polnischen Atomstrom. Ja, gut, könnt ihr machen. Die Sache ist nur, das ist dann deutlich teurer und da wäre es doch vielleicht sinnvoller, wenn man die eigenen Kraftwerke einfach weiter betreibt für ein paar Jahre. Oder? Schön ist aber das Gegenargument, warum das angeblich nicht geht. Da sind ja gleich die Grünen auf die Barrikaden gegangen und so. Oh, darf man ja gar nicht drüber nachdenken. Der Pendlerpauschaler hat das zwar nicht ausschließen wollen, aber er hat mitgeteilt, das würde ja gar nicht funktionieren, denn das wäre ja bürokratisch viel zu aufwendig. Das würde uns im Sommer 2022, 2023 ja gar nichts bringen, denn man müsste ja das alles dann neu zertifizieren und neue Sicherheitsüberprüfungen durchführen und der ganze Rattenschwanz. Da wüsste ich jetzt gerne, was in den letzten 2 Monaten eigentlich passiert ist. Ende 2021 sind, ich glaube, 2 Kraftwerke vom Netz gegangen. Heißt, die sind vom Netz gegangen, die kann man nicht einfach ausmachen. Das heißt, die sind wahrscheinlich immer noch in Betrieb, weil sie erst runtergefahren werden müssen und sowas. Da sind brandaktuell 2 Kraftwerke da, die man aus politischen Gründen Ende letzten Jahres platt gemacht hat. 3 sogar, dankeschön. Wo ist jetzt also das Problem? Die 3 Kraftwerke, die vor 2 Monaten noch problemlos am Netz waren, die wieder ins Netz anzuhängen, die wieder mit einzuspeisen,
Kann doch jetzt nicht so der Aufwand sein. Ja, dann lasst einen TÜV drüber gucken und dann läuft das. Es ging doch vor 2 Monaten auch noch. Ist ja jetzt nicht so, dass die Kraftwerke seit 20 Jahren stillgelegt sind. Da würde ich das verstehen. Da ist es deutlich aufwendiger, das wieder hochzufahren. Da ist das viel, viel schwieriger. Aber Kraftwerke, die bis vor 2 Monaten noch Strom geliefert haben, die noch nicht so rückgebaut werden sein können, dass die nicht mehr einsatzfähig sind, da kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht bereit stünden, um wieder ans Netz zu gehen. Das ist doch Blödsinn. Aber dann kommt ja wieder das Argument, die sind ja alt und marode. Ach so, alt und marode sind sie. Ja, dann sind die in Polen und in Tschechien und in Frankreich ja sicher allesamt neuer, nicht wahr? Und wenn nicht, warum ist es dann okay, von da Atomstrom zu importieren, aber die eigenen Kraftwerke müssen weg, weil sie sind alt? Meint ihr ernsthaft, dass wenn in Frankreich was passiert? Oder in oh Gott, wo war es denn? Ich glaube, Belgien hat so ein marodes Ding. Nee, das gehört zu Frankreich mit. Wenn da drüben irgendwas passiert, meint ihr wirklich? Da ist dann, kommen dann die radioaktiven Partikel an der Grenze an und sehen, oh Scheiße, da ist Doppeldödel Plus, da kommen wir nicht rein? Das ist doch wirklich hirnrissig. Wenn man ein Problem hat, wenn man Engpässe in der Energieversorgung hat, dann sollte man die praktikabelste Lösung finden und die wäre an der Stelle auch die günstigste Lösung ein Stück weit. Die wäre an der Stelle dafür zu sorgen, dass man die eigenen Kraftwerke weiter betreibt. Die sind nämlich auch nicht viel älter als die auf französischer Seite, von wo wir fleißig importieren. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, wenn tatsächlich der Unmut in der Bevölkerung noch größer wird, weil es ja jetzt schon so, dass sich viele das Heizen nicht mehr leisten können, dass viele teilweise nur noch einmal pro Woche irgendwie richtig die Heizung anschmeißen. Jetzt waren an der Stelle Mainstream-Medien Presseberichte, also tun mir auch leid die Leute, aber ich habe da wirklich angeblich, vielleicht haben sie es auch ausgedacht, aber angeblich soll es wohl tatsächlich so sein, dass es mittlerweile Leute gibt, kann ich mir gut vorstellen bei den Preisen, die irgendwie nur noch samstags heizen und weil sie da alle dann einmal in die Badewanne gehen, damit die Kinder alle gebadet sind und dann den Rest der Woche hocken sie im Kalten. Weil ist halt einfach exorbitant teuer geworden, seht ihr schon in der Überschrift, kommen wir gleich zu. Würde mich also tatsächlich nicht wundern, wenn es mittlerweile so weit gekommen ist, dass man sich in Absurdistan entscheiden muss, ob man was zu essen auf dem Tisch haben will oder ob man einigermaßen eine warme Wohnung haben will. Wenn das sich noch stärker zuspitzt, wenn das noch mehr Leute in der Bevölkerung betrifft und wenn das dann anfängt, wenn Brot und Spiele wegbrechen, weil die Leute sich kein Brot mehr leisten können und auch kein Strom, um die Spiele anzugucken im Fernsehen, wenn das wegfällt, wenn der Unmut in der Bevölkerung wächst, dann wird die Regierung, spätestens dann werden sie umschwenken. Spätestens dann wird es relativ schnell funktionieren, dass man die Kraftwerke doch wieder hochfährt. Und dann wüsste ich gerne, wie sie das ihrem eigenen Wählerklientel verkaufen wollen. Das würde mich dann tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich lese gerade Verblödungsliga, ja, genau auf sowas wollte ich hinaus. Aber solange die Leute noch Essen haben und solange die Leute sich im Fernsehen noch irgendeinen Blödsinn anschauen können, da halten sie halt meistens die Klappe. Aber das ist massiv gefährdet, denn die Energiepreise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat an der Stelle Quelle, wer war das, der Lügel für euch, um 31,7% gestiegen. Greifen wir mal vor, holen wir mal das große Tagesthema ein bisschen vorweg. Denn der Lügel hat mitgeteilt, dass nicht nur die Inflation an der 6%-Marke kratzt, nämlich mittlerweile offiziell bei 5,8% ist, offiziell an der Stelle, könnt davon ausgehen, die Dunkelziffer ist deutlich höher, und im Energiesektor die Inflationsrate sogar fast die 32% erreicht hat. 31,7% teurer sind Energiedienstleistungen. Strom, Wärme, was halt so hinten dran hängt. Schön, oder? Fast 50% teurer, wenn das so weitergeht. Kriegt ihr dafür mehr Strom? Habt ihr dafür eine wärmere Wohnung? Oder ist der Strom dafür dann effizienter, der euren Fernseher betreibt? Ja, natürlich nicht. Es ist der gleiche Strom, den ihr im letzten Jahr auch geliefert bekommen habt. Nur, dass er eben jetzt 31,7% durchschnittlich teurer ist. Und das sind die Durchschnittswerte. Ihr wisst, wie ein Durchschnitt berechnet wird. Da gibt es einiges, was über dem Durchschnitt ist und einiges, was unter dem Durchschnitt liegt. Wenn also 31,7% der Durchschnitt sind, dann will ich nicht wissen, wie hoch die, nennen wir es mal, hohen Werte sind, die zur Berechnung des Durchschnitts eingeflossen sind. Die kratzen dann wahrscheinlich wirklich an den 50%. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch, absurdistanische Ampel, habt da wunderbar gemacht, die Menschen in die Armut getrieben. Ja, zu den entsprechend damit einhergehenden Insolvenzen müssen wir nichts mehr sagen, das wisst ihr mittlerweile alle, die Insolvenzanzeigepflicht ist ja nun zurückgenommen, also die Aussetzung der Insolvenzanzeigepflicht ist ja weitestgehend zurückgenommen. Heißt also, viele, viele Firmen, kleine Mittelständler, kleine inhabergeführte Betriebe, die sind de facto tot. Viele davon sang- und klanglos verschwunden, weil nicht jeder ein Insolvenzverfahren eröffnet. Viele schließen auch einfach nur einen Laden ab, kündigen alles und fertig. Muss ja nicht jeder automatisch in die Insolvenz rutschen. Wenn man durch die Stadtzentren läuft, ich denke, da spricht das Bild eine recht eindeutige Sprache, müssen wir jetzt nicht drüber reden, könnt ihr alle selbst verifizieren. Gibt es ja mittlerweile auch ganze Listen, ich glaube Hashtag Futschi oder so, da seht ihr, was es für Firmen mittlerweile nicht mehr gibt.
In den Medien kriegt man immer nur das von den Großen mit, die großen Konzerne, die ins Rudern, ins Taumeln geraten. Aber die ganzen kleinen Firmen, gerade auch im lokalen Bereich, die wirklich nur einen kleinen Laden oder sowas haben, einen kleinen Dienstleister, da kriegt doch keine Sau mit, medial gesehen, wie viele davon pleite gegangen sind. Das kriegen die Leute mit, die vor Ort leben. Die sehen, Laden an Laden an Laden leer steht. Die bekommen das mit. Aber jetzt so überregional, dass das Thema in der Presse wäre, das ist ganz selten. Da liest man dann mal, dass Karstadt wieder gerettet werden muss oder so. Aber wie viele kleine Mittelständler de facto kaputt gegangen sind, gerade auch im ländlichen Raum, da ist das ja ohnehin seit langem ein Problem durch die Abwanderung. Klar, da hat man schon länger einen Laden sterben. Das hat es aber jetzt nicht besser gemacht, der politische Zombie-Irrsinn. Da sieht man einfach live vor der Haustür, dass es keine Verschwörungstheorie ist. Ich lese gerade Automobilzulieferer. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aufgrund der massiv behinderten Lieferketten können viele kleine Firmen in der Produktion nicht mehr arbeiten, weil sie kein Material rankriegen, weil sie sich die Energie nicht mehr leisten können, weil sie, naja, de facto nicht mehr arbeiten können, logischerweise ohne Strom und ohne Materialien. Und dann können sie auch nichts verkaufen. Und wenn sie nichts verkaufen können, dann machen sie keinen Umsatz und ohne Umsatz halt auch keinen Gewinn. Also auch hier, ja, Kausalkette, die jeder dümmste anzunehmende User eigentlich automatisch verstehen dürfte. Ja, man erwartet mittlerweile sogar, dass die offizielle Inflationsrate im März die 6% übersteigen wird. Würde mich nicht wundern. Ich bin mir recht sicher, die 6% sind längst überstiegen. Ich gehe von einer reellen Inflationsrate von eher so 11-12% aus. Kommt halt immer drauf an, was man mit reinrechnet, nicht wahr? Aber ich denke, mindestens doppelt so hoch kann man mit Fug und Recht von ausgehen. Ist es denn zur Geldentwertung kommt ja noch die gesteigerte Abzocke dazu. Es ist ja nicht nur, dass das Geld weniger wert ist, ihr also weniger Produkt für euer Geld bekommt. Dazu kommt ja eben auch noch, dass ihr noch zusätzliche Abgaben zahlen müsst. Also ihr bekommt zwar, also klar, Geld wird entwertet, der Inflationswert, aber obendrauf kommen ja noch Zusatzsteuern, CO2-Irrsinn und so weiter und so fort, dass die Preise zusätzlich treibt. Wir reden also im Energiesektor um 31,7%. So, und wie viel davon was kommt noch mit dazu für irgendwelche Gretel-Sektensteuern? Rechnet es euch bitte selbst aus, ihr habt eure Stromrechnungen ja sicher noch zur Hand. Vielleicht habt ihr sogar noch ein paar von ein paar Jahren, da könnt ihr vergleichen, guckt euch den Verbrauch an, guckt euch die Kosten an und dann rechnet ihr mal durch. Für jeden so im Einzelfall, was ihr an Mehrkosten habt für den gleichen Verbrauch, bei dem gleichen Strom, der euch geliefert wird. Ist ja wie gesagt nicht so, dass der Strom irgendwie effizienter oder besser ist und dass ihr da weniger von verbrauchen müsst, um eure Geräte zu betreiben. Ist ja Blödsinn. Ist ja Standard. Also gibt da keinen guten oder schlechten Strom. Strom ist halt immer Strom. Aber das hat man medial leider auch nicht so wirklich thematisiert oder das wurde medial nicht so wirklich. Der Fokus hat ein bisschen drüber berichtet, aber ansonsten habe ich das kaum irgendwo wahrgenommen. Naja, es passt halt auch nicht in das, was die Regierung uns verklickern möchte. Die Bevölkerung soll ja die Füße stillhalten. Alles abnicken. Einfach, naja, alle paar Jahre mal ein Kreuzchen an der richtigen Stelle machen und bloß nichts hinterfragen. Der Lügel hat sogar vermeldet, dass es der höchste Inflationswert seit 1999 ist. 1999 ist der Euro offiziell eingeführt worden. Auch hier keine Fragen mehr offen. Seit fast 30 Jahren der höchste Wert der Geldentwertung. Erinnert ihr euch noch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über die Versprechungen? Ihr tauscht eure Mark in Euro ein. Ihr kriegt die Hälfte an Euro, also ihr werdet schon mal um 50% enteignet, aber die Preise sinken ja auch um die Hälfte. Also an eurer Kaufkraft, von der Kaufkraft geht ja nichts verloren. Das war damals die Versprechung. Ja, ihr gebt die Hälfte ab, aber dafür ist dann auch alles nur noch halb so teuer. Ja, das hat sich wenige Monate später schon wieder eingependelt. Spätestens wenige Jahre später waren die Preise wieder auf Vorwährungsreformniveau, nur dass ihr euer Geld halt nicht wiedergekriegt habt. Und jetzt ist es mittlerweile sogar so, wenn ihr das umrechnen würdet, ihr habt 50% eures Eigentums verloren und zahlt teilweise 10-mal so viel für die gleichen Produkte und Dienstleistungen wie mit der vorherigen Währung. Also ob das noch fair ist, bin mir da nicht ganz so sicher, aber klar, ist auch nur eine Verschwörungstheorie. Ist man ja ein dummer Schwurbler, wenn man das anspricht. Komisch nur, dass es mittlerweile auch bei der Bevölkerung ein bisschen ankommt. War nicht der allerbeste Deal, damit einzusteigen. Naja, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Banken und halb Europa retten muss, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Geld halt weg ist. Und wenn permanent irgendwelche neuen Irrsinnsabgaben eingeführt werden, auch dann ist jetzt nicht sonderlich überraschend, dass dann irgendwann vielleicht den Leuten das Geld ausgeht. Das allerdings scheint der Regierung gar nicht mal so sehr zu missfallen. Denn haben wir auch schon drüber geredet, für die ist es sogar positiv, wenn die Preise steigen. Warum ist das für die positiv? Wenn, was weiß ich, Kraftstoffe deutlich teurer sind und der Strom deutlich teurer ist. Ja, wenn die Preise steigen, dann steigt ja auch die Mehrwertsteuer.
also die Mehrwertsteuer bleibt natürlich bei 90%, bei 19, noch nicht 90, kommt noch, je nach Kategorie, auf die sie eben erhoben wird. Bei Pi mal Daumen 19% steht sie fest. Aber 19% von 100 Euro, es sind natürlich mehr in Summe als 19% von 10 Euro. Also, je teurer, desto besser ist es für die Regierung. Die kriegen nämlich bei steigenden Preisen einfach noch mehr Steuern in die Kasse. Heißt, die haben nicht so wirklich den ureigensten Antrieb, da irgendwas gegen zu tun. Ja, sie stellen sich hin und beschwichtigen, sie wollen ja und wollen ja und wollen ja. Sie werden euch aber nicht sagen, dass sie selber davon profitieren. Und solange noch Geld der anderen da ist, können sie sich die Abzocke offenbar leisten. Und da ist es dann auch kein großes Drama, wenn man ein paar mehr Sozialfälle hat. Weil die Mehreinnahmen, die man durch die sich automatisch erhöhenden Steuern in Summe hat, ja, Prozent bleibt gleich, aber Summe ist halt größer, die Mehreinnahmen, die man hat, damit kann man dann den ein oder anderen Sozialfall mit kompensieren. Das macht nichts, man geht immer noch mit einem Plus unten raus. Ja, würde das mal offen in der Tagesschau thematisiert werden, ich bin mir recht sicher, wäre die Bundestagswahl anders ausgefallen. Aber das darf man ja nicht wissen, dürfen die Leute nicht drüber nachdenken und how dare you, wie könnt ihr es denn wagen, euch das anzuhören, was ich euch da gerade sage. Ich bin ein böser Verschwörungstheoretiker und da dürft ihr gefälligst nichts drauf geben. Na, schauen wir uns die nächste Meldung an. Kann man nur noch mit Zynismus drauf reagieren. Was haben wir denn noch? Ja, auch vom Fokus. Es ist heute wirklich so ein richtiger roter Faden. Das eine Thema baut aufs andere auf. Die Pendlerpauschale hat nämlich vermeldet, dass die nationale Ölreserve freigegeben werden soll. Zumindest ein Teil davon. Denn da muss man auch noch sagen, es sind offiziell wohl nur 3% der nationalen Ölreserve. Ob man das glauben will oder nicht, das überlasse ich euch. Ob die Pendlerpauschale überhaupt so weit rechnen kann, um da verifiziert mitzuteilen, das sind nur 3%. Das sei auch mal dahingestellt. Aber die große Meldung nun vom Fokus, die nationalen Ölreserven werden angetastet. Das kam bisher, ich glaube, dreimal vor in der absurdistanischen Geschichte. Bei der Libyen-Geschichte war es einmal, dann bei der, oh Gott, bei irgendeinem Börsencrash gab es das mal. Und da gab es auch einen dritten Anlass, wo sie die Ölreserven in Anführungszeichen freigegeben haben, auf den Markt gegeben haben. Soll ja dazu dienen, den Druck aus dem Markt zu nehmen. Denn durch die massiven Preissteigerungen aktuell, da entsteht ja der Eindruck, es gäbe Lieferprobleme. Und das würde ja gar nicht stimmen. Es gibt ja keine Lieferprobleme. Okay. Also das ist jetzt ein kleiner Widerspruch. Wenn es keine Lieferprobleme gibt vom Öl, warum muss ich dann die nationale Reserve antasten, um die auf den Markt zu bringen? Um sie teuer zu verkaufen? Vielleicht. Das an der Stelle nur so eine kleine Spekulation meinerseits. Aber es ist doch faszinierend. Da stellt sich jetzt die Pendlerpauschale hin, teilt mit, ja, wir öffnen die Ölreserve, um es auf den Markt zu geben, aber es gibt keine Probleme mit der Lieferung. Die Lieferketten sind, die funktionieren. Also auch hier wieder, entweder wir müssen die Reserve anfassen, um sie auf den Markt zu geben, weil offenbar die Nachfrage fürs Angebot nicht mehr sonderlich ausgewogen ist. Oder aber es gibt keine Lieferprobleme, es gibt genug Öl am Markt. Warum machen wir da die nationale Reserve auf? Warum tasten wir die dann an? Überlegt euch, was die Begründung dafür sein könnte, wenn es doch angeblich keine Lieferprobleme gibt. Für mich schreit das danach, dass man durchaus, was heißt Lieferengpässe, nicht wirklich, aber dass man vielleicht langsam mitbekommen hat, ist ja ein lukrativer Markt, können wir vielleicht auch mit einsteigen oder sowas. Das in Anführungszeichen günstige Öl von den Russen dürfen wir jetzt nicht mehr kaufen. Aber wir wissen ja, die Amis machen das weiter. Die Amis kaufen weiter ganz munter Öl von den Russen, was sie anschließend weiter an uns verkaufen, natürlich deutlich teurer. Ich lese gerade, um alles teurer zu machen. Ja, um noch was vom Kuchen abzubekommen, würde ich meinen. Es gibt nun auf EU-Ebene sogar, ich weiß nicht mehr, wer darüber berichtet hat. Ich glaube, der Fokus war es. Ich habe es nicht auf dem Themenzettel, das habe ich nur so am Rande mitgelesen. Aber es gibt nun auf EU-Ebene eine Bestrebung, die Gewinne der Energiefirmen abzuschöpfen. Denn die machen ja Milliardengewinne. Und ja, das ist ein Riesenproblem, dass die Milliardengewinne machen. Also nicht, dass die Gewinne machen, das ist kein Problem, aber dass die Kunden abzocken. Ihr wisst, der Strom wird an der Börse anhand des teuersten Preises gehandelt. Das, was am teuersten ist, ist der Grundpreis oder die Grundlage dafür. Und nun, in Großbritannien ist es so, dass die Energiekonzerne, die den Gewinn machen, das anschließend wieder ausschütten müssen, wenn sie über eine Kluft zwischen Kosten und Preis darüber stolpern, da muss die Differenz an die Kunden ausgezahlt werden oder halt verrechnet werden, dürfen sich das also nicht einstecken. Denn durch diese Mechanik an der Strombörse ist es so, dass es ganz oft vorkommt, dass ein Stromerzeuger deutlich günstiger Strom produziert,
den Strom aber dann zu einem deutlich höheren Preis verkauft kriegt. Also Kosten des Stromes, Verkaufspreis, Differenz muss ich euch nicht erzählen. Denn ein anderer Lieferant, der hat halt höhere Produktionskosten. Und ja, warum auch immer, gibt der mit den höchsten Produktionskosten gibt den Preis vor. Wer also günstiger produziert, macht den Reibach seines Lebens, sackt sich aktuell die Differenz komplett ein. Das ist in Großbritannien anders. Und statt man das in der Europäischen Union auch anpasst, dass man eben die Bevölkerung nicht mehr abzocken kann, sondern wenn man geringere Kosten hat, geringere reelle Kosten, die Differenz wieder ausschütten muss an die Bevölkerung, an die Stromkunden, indem man das eben als Gutschrift gibt oder verrechnet oder was auch immer. So, statt man das anpasst in den anderen EU-Ländern, will man von EU-Seite jetzt was anderes machen? Man will nämlich zugreifen. Man will bei diesen Gewinnen zu lang reingreifen in diese Differenztasche, um sich eben jene Gewinne zuzuführen. Nicht der Bevölkerung, sondern der Politik. Die Europäische Union will das haben. Offenbar sind sie jetzt der Meinung, vielleicht sind die Lobbyisten da sogar gar nicht so unglücklich drüber, offenbar versuchen sie jetzt gerade auszuklüngeln, so liebe Stromanbieter, wir nehmen euch ja nicht alle Gewinne weg, wir lassen euch weitermachen mit diesen Praktiken, was in Großbritannien übrigens nicht geht, wir lassen euch weitermachen, aber wir schöpfen das ab. Ihr könnt die Leute weiter abzocken, Friede vor der Eierkuchen, ihr müsst euch aber, uns aber einen Teil davon abgeben. Dafür decken wir euch, dafür dürft ihr es machen, aber ein bisschen was wollen wir haben. Und was wollen sie damit machen? Angeblich erneuerbare Energien ausbauen. Das klappt doch wohl selber nicht. Also die Europäische Union möchte zugreifen, möchte die Gewinne abschöpfen. Natürlich nicht, um die Bevölkerung zu entlasten, sondern für angebliche Investitionen in irgendeinen Irrsinn. Wahrscheinlich, damit sie mehr Zertifikate bei Gretes Papi kaufen können. Also auch hier wieder ein Betrug, sondersgleichen. Ist tatsächlich im Mainstream berichtet worden. Ich glaube, der Fokus war es. Aber dass man da mal eine öffentliche Debatte zu gesehen hätte, das wäre mir jetzt neu. Ist mir noch nicht wirklich untergekommen. Es wurde ja mitgeteilt, ja, in Absurdistan möchte der Pendlerpauschale vielleicht im Sommer mal drüber reden. Dass man eben diese Differenz nicht mehr sich in die eigene Tasche stecken kann als Stromanbieter, sondern dass es da vielleicht dann zurückfließen muss. Hat der Herr Pendlerpauschale das vielleicht nur auf die lange Bank geschoben, weil er darauf wartet, dass die Europäische Union ihr anderes Ding durchpeitscht? Dass von EU-Seite dann der Abschöpfmechanismus in Kraft tritt, weil dann muss er es ja gar nicht mehr anpacken. Dann hat sich das Problem ja erledigt, dann hat man es umbenannt. Ja, vielleicht liegt das daran. Also im Sinne der Bevölkerung ist es nicht. Lassen wir aber mal die Europäische Union sein. Schauen wir uns die nächste Meldung an. Ich habe hier gerade noch einen kleinen Fluffy für euch. Der hängt schon wieder wie Garfield hier rum. Schaut mal. Ich musste mal kurz den Kater wegziehen, weil er am Ladekabel gespielt hat. Schaut euch das mal an. Also wie so ein Kartoffelsack, dieses Tier. Aber es schnurrt konstant. Und da ist es auch schon wieder umgefallen. So, jetzt habe ich den Fluffy, jetzt streichle ich ihn, zack, liegt da. Also es ist wirklich ein Stofftier. Man nimmt dieses Tier, trägt es irgendwo hin und zack, liegt es da. Schauen wir uns aber jetzt die nächste Meldung an. Denn was haben wir noch? Ein paar Sachen gibt es noch. Wir hätten noch was aus Frankreich, wo sich dann auch noch Senilus hinten rangehangen hat. Das zweite große Tagesthema. Berichtet hat es die Berliner Zeitung. Denn es geht einmal mehr das Gespenst der Enteignung um. Wissen wir ja, in gewissen linksgerichteten Kreisen gehört das ja sowieso zum guten Ton, anderen was wegnehmen. Besonders die selber noch nie irgendwas erwirtschaftet haben wollen, immer, dass alle anderen fürs eigene Leben aufkommen. Da, wo was ist, muss man ja hinlangen, das wäre ja gerecht. Nee, es ist ziemlich leistungsfeindlich, wenn man jemanden dafür bestraft, dass er entsprechend Leistung erbracht hat und sich ein schönes Auskommen aufgebaut hat. Aber wir wissen ja, in gewissen Kreisen, da ist es halt so. Kann man das freundlich formulieren und es fies klingt. Muss ich euch, glaube ich, noch gar nicht erklären, das wisst ihr alle. Gehört ja zum guten Ton, dass man sich aushalten lässt. Ohne eigene Leistung, ohne irgendwas. Man erwartet einfach, man fordert, dass die anderen ihr Geld abgeben, um einen selbst zu finanzieren. Ohne dass man irgendeinen Finger krumm macht, ohne dass man irgendeinen Mehrwert für die Person, die das Geld erwirtschaftet haben, schafft. Man will es einfach haben, man will es einfach abgreifen. Und nun scheint das Abgreifen auch auf französischer Staatsebene angekommen zu sein. Die französische Regierung möchte nun Russen enteignen. Ja, Vorwand der böse, böse Putin. Und weil der böse, böse Putin so böse ist, will die französische Regierung nun offenbar aktuell wohl 488 vermögende Russen in Frankreich enteignen. Und deren Verwandten, Bekannten, die Kinder, Ehepartner, alles. Jetzt wüsste ich gern, was die in Frankreich lebenden Russen, was die mit Putin zu tun haben. Haben sie das Kreuz an der falschen Stelle gemacht bei der letzten Wahl? Haben sie nicht zeitnah genug gegen Russland gehetzt? Was ist denn jetzt der Grund, dass Frankreich der Meinung ist, knapp 500 Leute enteignen zu dürfen? Erschließt sich mir absolut nicht.
Ist auch ziemlich ungeheuerlich, wenn man drüber nachdenkt. Begründung? Ja, weil Putin einmarschiert ist. Und da gäbe es ja eine Kreml-Nähe bei den 500 Leuten. Ach so, die knapp 500 Leute, inklusive Kinder und Ehepartner, sind also allesamt Putins Freunde, die jeden Abend an der Tafelrunde speisen, oder wie? Und selbst wenn sie mal bei Putin auf einer Sommerparty gewesen sein könnten, mag ja sein, selbst wenn das so wäre, was berechtigt ein anderes Land oder irgendeine andere Person, diesen Menschen ihr Eigentum wegzunehmen? Sind die einmarschiert? Ob das jetzt legitim oder nicht, ist eine andere Diskussion. Also das, was in der Ukraine abläuft, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber einfach dieser Gedankengang. Warum stellt sich ein Land hin, stellt sich eine Regierung hin und ist der Meinung, jemandem was wegnehmen zu dürfen, weil ein anderer Staatsangehöriger dieser Person, ein anderer Russe, was gemacht hat, was der Europäischen Union gerade nicht gefällt? Sind wir jetzt bei der Sippenhaft angekommen oder wie? Und richtig, richtig ekelhaft. Die Kinder und die sind ja auch mit betroffen. Selbst wenn es tatsächlich in Frankreich, was weiß ich, Putins beste Freunde geben sollte, der irgendwo in Cannes ihre Yachten stehen haben, das mag ja sein. So, was können deren Verwandten denn dafür? Das ist die Sippenhaft aus dem Dritten Reich. Gab es damals auch. Offensichtlich salonfähig zurückgekommen. Ist ekelerregend. Jetzt stellt man sich hin und will unter dem Vorwand der böse, böse Putin ohne Sinn und Verstand Leute enteignen. Und kriegt auch noch die mediale ob die Bevölkerung das so gut findet, in Frankreich weiß ich nicht, in Absurdistan stehen sie auf sowas leider. Und kriegt auch noch den medialen Zuspruch. Ist ja toll, den Leuten ihr Eigentum wegzunehmen. Da kann man es ja machen. Die haben es ja gar nicht verdient. Die sind ja Russen. Ach so. Ja, wen hat man noch gleich im Dritten Reich enteignet? Also nur so ein bisschen mal überlegen, wann es das in der Geschichte schon gegeben hat. Ist hochgradig rassistisch übrigens. Jetzt kommt mir nicht mit, das wären ja alles Kreml-nahe. Ja, bestimmt. 500 beste Freunde von Putin, nicht wahr? Klingt für mich eher so, dass man guckt, wo ist denn was zu holen? Dann schwimmt man auf dem aktuellen Zeitgeist mit. Jetzt gerade kann man sich's ja erlauben, hat man ja eine Argumentation für, um sich selbst zu bereichern. Es ist Wegelagerei. Wegelagerei ist noch ein bisschen harmlos ausgedrückt. Es ist ekelerregend. Und nein, Chris, der Kreml droht der Welt nicht mit einem Atomkrieg. Das war ein Phoenix-Übersetzungsfehler, was Phoenix mittlerweile zugegeben hat. Deren Dolmetscher hat Scheiße erzählt. Haben wir gestern drüber geredet. Ich habe euch auch das erklärt, wie das mit den unterschiedlichen Alarmstufen funktioniert. Es ist völlig normal, wenn sich ein Land im Krisen- oder Kriegszustand befindet, dass es dann entsprechend in Alarmmodus geht. Das ist nichts Ungewöhnliches und nee, morgen wird nirgendwo irgendjemand abgeschossen werden von irgendwelchen Atomwaffen. Bullshit! Haben wir gestern drüber gesprochen, ist Angst- und Panikmaschinerie aus Absurdistan. Schau dir bitte das Video von gestern an, Chris, ich möchte es nicht nochmal für dich erklären müssen. Und es hat tatsächlich der Fokus selbst zugegeben, dass ihr Dolmetscher da offenbar was falsch verstanden hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr nach wie vor auf deren Facebook-Seite nachlesen. Haben sie nämlich dann in Klammern drunter geschrieben, da hat ihr Dolmetscher wohl was missverstanden. Aber einmal in die Welt gesetzt und zack, glauben es die Absurdistaner. Und das passt ja zur Angstspirale, da kann man sich ja dann die Jodtabletten reinpfeifen, nicht wahr? Ja, ganz so dramatisch, wie es in den Medien verkauft wird, ist es offenbar doch nicht. Und alleine die Tatsache, dass die Amis ganz lukrativ weiter Handel mit den Russen betreiben, sollte uns doch allen zeigen, ja, auf oberster politischer Ebene scheinen sie das beide nicht allzu ernst zu nehmen, weder die Amis noch die Russen. Denn wenn da was dran wäre, wenn sie es tatsächlich so meinen würden mit ihren Sanktionen, dann würden die Amis da auch kein Öl mehr aus Russland kaufen. Da das aber offensichtlich über ihr rotes Telefon trotzdem weiterläuft, ich denke, da kann sich jeder sein Teil zu denken. Aber über die Geschichte des Phoenix-Dolmetschers könnt ihr euch alles selbst ein. Und was hast du über die Geschichte zu hören? Ich weiß nicht mal, ob man das als fahrlässig bezeichnen kann. Also das ist eigentlich schon vorsätzlich. Da müssen sie einen Dolmetscher nehmen, der das ordentlich übersetzen kann. Also diese Zeitungsente, die der Phoenix-Dolmetscher erschaffen hat, die müssen wir jetzt wirklich nicht nochmal ausdiskutieren. Das haben wir alles gemacht. Und das ist Mainstream. Könnt ihr also wirklich verifizieren, dass sie es zugegeben haben. Patzer, naja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein böswilliger Patzer war. Ob man nicht das verstanden hat, was man verstehen will. Denn Angst und Panik verkauft sich ja deutlich besser. Wenn man sich hinstellen würde und den Leuten erzählen würde, ist es ein ziemlich normales Vorgehen. Es würde in jedem anderen Land ganz genauso ablaufen, wenn die sich im Krisenmodus befinden würden. Naja, da verkaufen sich ja die Zeitungen nicht so gut. Wenn man sich aber hinstellt, der Atomkrieg droht, dann sind die Leute in Angst und Panik versetzt, dann kaufen sie, dann wollen sie ja nichts verpassen. Und deswegen haben viele, viele Medien schon vom eigenen Interesse her gar nicht so den großen Anlass oder sehen nicht so den großen Anlass darin, das Ganze dann auch mit genauso großer Aufmerksamkeit richtig zu stellen, wie sie die Schlagzeile in die Welt gesetzt haben. Habt ihr mitbekommen? Jeder hat es aufgegriffen.
die Russen drohen. Selbst die Politik hat es aufgegriffen und ihr müsst es eigentlich besser wissen, aber die fallen ja auch auf gefälschte Videos rein. Murksel mit ihren angeblichen Hetzjagden. Alle haben es aufgegriffen und dann kommt der Fokus, das war ein Dolmetscherfehler, ja scheiße. So, und warum hat man das dann nicht genauso groß wieder richtig gestellt, dass da offenbar ein Verständnisfehler vorhanden war und dann mit genauso viel Aufmerksamkeit erklärt, wie das eben abläuft mit den unterschiedlichen Warnstufen? Will man nicht, dass die Leute das mitkriegen? Rhetorische Frage, gut. Aber eigentlich wollten wir über was anderes reden, denn nicht nur in Frankreich möchte man Leute enteignen, weil es eben gerade ganz wundervoll in Zeitgeist passt, weil man das irgendwie, weil man das ist ein Verbrechen, wenn man andere Leute enteignet. Auch egal, mit wem die Leute befreundet sind oder auch nicht befreundet sind, abgesehen davon, dass man das sowieso schwerlich nachweisen kann, wer mit wem befreundet ist. Es ist ein Verbrechen, was da abgeht. Und dieses Verbrechen lässt sich gerade wundervoll tarnen, weil man kann aber mit dem Finger auf den bösen Putin zeigen. Ja, nur dass die knapp 500 Leute, die in Frankreich da Werte besitzen, dass die da wohl nicht allzu viel mit zu tun haben. Ob das jetzt den Franzosen passt oder nicht. Also, ekelerregend. Strohmann-Argument, wegen dem und dem müssen wir dir jetzt dein Zeug wegnehmen. Ja, schön. Und wenn der Senilus freidreht, kommt dann als nächstes, jetzt müssen wir die Absurdistaner enteignen, weil das Senilus freigedreht ist. Was können die Absurdistaner dann dafür? Naja, ihr merkt, es ist abstrus. Aber Senilus ist ein gutes Stichwort, denn das hat ebenfalls die Berliner Zeitung mitgeteilt. Der will auch darüber nachdenken, ob man nicht vermögende Russen enteignen kann. Also es ist ekelerregend. Ja, mit Enteignungen kennt sich Absurdistan ja historisch bedingt leider ausgezeichnet aus. Ich habe schon, da weiß ich nicht, ob es stimmt, das ist jetzt so ein bisschen Hörensagen, es hat auf mich doch sehr, 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 sehr seriös gewirkt, weil es eben, naja, aus erster, zweiter Hand Sachen waren. Könnt ihr auch gerne mal mitteilen, ob ihr da schon was mitbekommen habt, aber mir ist zumindest schon zugetragen worden, per E-Mail, Kommentare und sowas, dass es wohl mittlerweile so weit geht in Absurdistan, dass es tatsächlich einen massiven Rassismus gegen Russen gibt, dass russische Bürger, die in Absurdistan leben, dass die beleidigt, dass sie teilweise attackiert, dass die angefeindet werden, einfach nur, weil sie aus Russland kommen. Ja, erinnert mich ein bisschen an das Feindbild der bösen, nicht-Adoptanten des rosa Elefanten. Erst ist man 2 Jahre auf die losgegangen, waren dann die Bürger 10. Klasse, hat keinen interessiert, ob man da diskriminiert wird oder nicht. Und jetzt sind die bösen Russen dran. Und ich habe da beispielsweise von einem Fall gelesen, wie gesagt, das ist jetzt Hörensagen, ich habe es selber nicht mitbekommen. Aber in Absurdistan kann ich es mir wundervoll vorstellen. Ich habe von einem Fall gelesen, dass wohl seit Jahren eine Kassiererin in einem Supermarkt arbeitet, ursprünglich aus Russland kommend, die sich nun regelmäßig, also eine ganz, ganz nette wohl, auch super eingebunden in der Dorfgemeinschaft, kriegt man auch, also redet auch ganz normal, ist jetzt nicht so, ich nichts verstehen und sowas, ne, die lebt da schon seit vielen Jahren in der Region und darf sich nun als Putin-Schlampe beschimpfen lassen, am Arbeitsplatz, während ihrer Dienstzeit, weil sie Russin ist. Ja, das sind die aufrechten Kämpfer gegen Rassismus in Absurdistan, nicht wahr? Die sich hinstellen, Lichterketten von Flensburg bis zum Bodensee machen, wenn man es sich erdreistet, mal auf eine gewisse Kriminalstatistik hinzuweisen. Die sind jetzt in der ersten Reihe und machen genau das, was sie allen anderen nicht vorwerfen, weil vorwerfen würde voraussetzen, dass die Leute das auch machen, was sie allen anderen anhängen wollen. Die aufrechten Antifaschisten sind die Ersten, die sich jetzt hinstellen und hochgradig rassistisch agieren. Lässt auch wieder tief blicken, aber wundert ehrlich gesagt gar keinen. Jetzt ist der Russe das neue Feindbild. Habt ihr mitbekommen, Edeka und Konsorten nehmen jetzt russische Produkte aus den Regalen. Also, ja genau. Jetzt ist der Wodka böse. Das ist so lächerlich. Aber muss man nicht weiter zu sagen, es ist Absurdistan, es passt. Kauft nicht beim Russen, nicht wahr? Wie lange wird es dauern, bis die russischen Geschäfte hier zugemacht werden, bis denen dann die Scheiben eingeschmissen werden? Kommt das demnächst wieder? Weiß ich nicht, werden wir sehen. Also es ist wirklich ein Irrsinn, der da abgeht, sondersgleichen. Aber machen wir erstmal, oder? Kommen wir erstmal zum Ende. Ich gucke mal, ob ich noch was anderes Wichtiges vergessen habe. Ach ja, wir haben noch zwei, drei Sachen. Auf, Vladi, hör auf. Na, du gehst, Kumpel. So wild wird nicht gespielt. Wir haben noch was aus der Berliner Zeitung von unserem Candy Crush Turnier-Vorsitzenden, dem Candy Crush Champion des letzten Jahres, dem Ramelow von den Linken. Ganz wichtig an der Stelle. Der Ramelow stellt sich nämlich nun hin und fordert eine allgemeine Wehrpflicht. Ah, ich dachte, vor ein paar Jahren wollten sie die Bundeswehr noch abschaffen und einstampfen. Und ist das Wählerklientel der Linken nicht in der Regel, sind das nicht die Leute, die schon Schnappatmung bekommen und 6 Wochen in Therapie müssen, wenn sie im Zug mal neben einem Soldaten sitzen mussten? Sind das die nicht die gleichen Leute? Jetzt plötzlich kommt der Ramelow und hält mit, hier eine allgemeine Wehrpflicht wäre doch mal was, ne? Ja, geil! Ganz ehrlich, ich fände es aktuell gut.
Nicht, weil ich der Meinung bin, dass es gut ist, jemanden zu zwingen, was zu tun, was er nicht will, nee. Alleine, weil davon die Motivation flöten geht. Es sollten Leute machen, die da wirklich motiviert sind. Aber es wäre tatsächlich ein Weckruf für unsere, es tut mir leid, wohlstands verblödete Kreta-Generation. Denn die jetzt hüpfen und die mit ihrer Drangsalierung und Unterdrückung und ihrem Maulkopf-Fetischismus und ihrem Weltuntergangsgedöns, die am lautesten schreien, wären die davon betroffen wären. Und das fände ich tatsächlich nicht schlecht, wenn die das, was sie gewählt haben, auch dann mal zu spüren bekommen. Ja, dann sollen sie halt mal 9 Monate Grundwehrdienst leisten. Ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Wie gesagt, an sich bin ich absolut dagegen, dass irgendjemand zu irgendwas gezwungen wird, was er nicht tut, was er nicht will. Ist ganz klar. Eigene Entscheidung. Aber die gleichen Leute, die diesen Irrsinn permanent fordern, also anderen was aufzwingen wollen, die können doch auch mal was aufgezwungen bekommen. Oh, Schadenfreude, genau. Aber da hätte ich tatsächlich kein Mitleid mit. Und dem einen oder anderen würde es auch wirklich nicht schaden, wenn er mal 9 Monate bei der Bundeswehr wäre. Also könnte tatsächlich die ein oder andere Luisa oder Gretel vielleicht wirklich was lernen. Ja, warten wir mal ab. Ausgerechnet die Linken, oder was heißt die Linken, die Partei werden noch nicht, die wollen das ja nicht, aber der Ramelow ist ja doch ein relativ prominentes Mitglied. Ausgerechnet der Ramelow als linke Galionsfigur will nun die allgemeine Wehrpflicht einführen. Ja, Chapeau! Es ist Realsatire. Warten wir mal ab, wie deren Wählerklientel darauf reagiert. Ich lese gerade von Werner bei dieser Führung der Bundeswehr. Naja, nee, nicht wirklich. Also, ja, der Fisch, der stinkt immer vom Kopf, schon klar. Aber eine andere Sache haben wir auch noch, das nur noch so als kleine Ergänzung. Da könnt ihr euch nämlich noch einen wahren Krimi durchlesen. Und zwar hat die Berliner Zeitung berichtet über die Entlassung des Herrn Schöffbecks. Schöffbeck heißt er. Ich kann mir keine Namen merken, deswegen habe ich mir extra aufgeschrieben. Der ehemalige Vorsitzende der BKK Provita, der Krankenkasse, der sich erdreistet hat, an das Paul-Ehrlich-Institut einen Brief mit Fragen zu senden, der Fragen gestellt hat. Ich habe euch den Brief gestern vorgelesen. Ihr wisst also alle, was drin steht. Könnt ihr euch nochmal einlesen. Der Mann wollte einfach nur wissen, hey, liebes Paul-Ehrlich-Institut, könnte es sein, dass wir da eine Lücke in der Datenerfassung haben? Eine massive Lücke, die durchaus relativ brisant sein könnte. Und daraufhin haben sie ihn ja gestern direkt rausgekickt. Nach 21 Jahren ist er geflogen. Der Verwaltungsrat hat ihn in einer 3-stündigen Online-Sitzung vor die Tür gesetzt. Von jetzt auf gleich. Er hatte wohl 15 Minuten Zeit, um sich zu verteidigen, dafür, dass er einen Brief mit Fragen gestellt hat. Dass man sich dafür verteidigen muss in Absurdistan, das lässt eigentlich relativ tief blicken. Er hatte wohl 15 Minuten, um was dazu zu sagen. Und dann haben sie ihn wohl einfach aus der Konferenz rausgeschmissen. Ist einfach abgeschalten worden. Zumindest hat das der Herr Marco Altinger erzählt, ein FDP-Politiker, der aber seit vielen Jahren ebenfalls im Verwaltungsrat ansässig ist und nun wohl darüber nachdenkt, den Verwaltungsrat zu verlassen. Er hat auf seiner eigenen Facebook-Seite durchaus auch noch ein paar Sachen zugeschrieben. Also wenn es euch interessiert, mal nach Marco Altinger bei Facebook suchen. Da könnt ihr die Sachen nochmal auch aus seinen Tweets lesen. Er ist offenbar ein Insider, ein Beteiligter, der anwesend war bei dieser Sitzung, der sich doch sehr gewundert hat, was da für eine Hexenjagd abgeht. Und es sollen wohl unter anderem Äußerungen gefallen sein, könnt ihr auch in der Berliner Zeitung an der Stelle nachlesen, wie, Zitat, wir müssen ihn sofort entfernen. Ah, sofort entfernen, weil er kritische Fragen stellt. Übrigens wollte er sich diese Woche mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammensetzen, um diese offenen Fragen, die möglicherweise nicht korrekten Zahlen zu erörtern. Der hatte einen Termin, der Herr Schöffbeck, als er noch Vorsitzender war, mit dem Paul-Ehrlich-Institut, um genau darüber zu sprechen. Und kurz vor diesem Termin musste er sofort rausgeschmissen werden, damit er da gar nicht mehr hingehen kann. Ja, warum denn nicht? Hat man da vielleicht was zu verbergen? Hat man da vielleicht panische Angst? Ja, möglicherweise. Und der Herr Altinger hat ebenfalls gesagt, das glich einer Hexenjagd. Da ging es nicht um rationale Argumente, da ging es nicht darum, über Sachen zu erörtern. Es war scheißegal, es hat keinen interessiert. Es ging nur darum, den Herrn Schöffbeck rauszuschmeißen. Weil, how dare you, er hat nachgefragt. Faszinierend, wie das im besten Absurdistan aller Zeiten so läuft. 21 Jahre lang Vorsitzender, dann belegte Zahlen, also wirklich verifizierte Sachen aus der Statistik seiner Krankenkasse zum Anlass genommen, um mal nachzufragen beim Paul-Ehrlich-Institut und dafür fristlos rausgeschmissen. Da gab es noch den, in Anführungszeichen, den Witz so ein bisschen, das kassiert beim Arbeitsgericht der Pförtner schon, das ist Irrsinn. Ja, natürlich ist das arbeitsrechtlich nicht haltbar, was da abgelaufen ist. Aber offensichtlich sind die Synapsen so stark durchgebrannt, offensichtlich war die Angst so groß, dass es einem scheißegal war. Dass man ihn auf Teufel komm raus einfach nur weghaben wollte, damit er bloß nicht zu diesem Termin gehen kann, damit er sich bloß nicht weiter mit der Thematik beschäftigen kann. Und da scheißt man dann anscheinend als
da hocken ja in der Regel im Verwaltungsrat auch nicht nur Leute, die irgendwie total dumm sind. Da sind ja auch ein paar Leute, die haben ein bisschen wirtschaftlichen Sachverstand. Die kennen ja auch so die juristischen Kniffe ein bisschen. Die wissen, dass man niemanden wegen einem Bösen, Bösen stimmt ja gar nicht, wegen einer Frage rausschmeißen kann. Dass das juristisch nicht haltbar ist, das ist den Leuten klar. Offensichtlich ist es denen aber egal genug, dass es riskieren, dass das Ganze sofort wieder zerklagt wird. Ja, das dauert ja dann ein paar Monate, haben sie also Zeit gekauft, um jetzt zu verhindern, dass weiter darüber gesprochen wird. Und just in diesem Moment sind natürlich auch die Statistiken auf der BKK-Seite verschwunden. Könnt ihr auch alles in der Berliner Zeitung nachlesen. Die bösen, bösen Zahlen, die der Herr Schöffbeck zum Anlass genommen hat, um genauer nachzufragen, sind ganz, ganz schnell weggelöscht worden. Das lässt irgendwie ziemlich tief blicken. Naja, jetzt machen wir erstmal Schluss für heute mit dem absurdistanischen Irrsinn. Ich will noch ein wenig Karten spielen gehen, noch das ein oder andere Duell spielen. Wer also jetzt Langeweile haben sollte, wir sind jetzt gleich noch in der Duellarena am Start. Ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr uns findet, auf dem Spiel- und Spaß-Discord-Server. Da sind wir tatsächlich politikfrei unterwegs, da spielen wir nur Spiele, nämlich Star Stable und halt Yu-Gi-Oh! Wer also Langeweile hat, kommt mit in unsere Duellgruppe. Allen anderen wünsche ich einen wunderschönen restlichen Abend. Holt euch noch was zu futtern, macht euch noch einen schönen, oder restliche Nacht, wie auch immer. Macht euch noch einen schönen Donnerstagmorgen und wir sehen uns dann nachher wieder. Mal gucken, morgen geht es wahrscheinlich wieder mit einer Eilmeldung los. Danach kommt dann der tägliche Irrsinn. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie mir die Themen zufallen. Denn momentan ist es wirklich, es ist ein Krampf, ordentliche Themen zu finden. Weil es ist wirklich 1:1, alle schreiben so voneinander ab. Das macht nicht wirklich Spaß, sich da durchzuwühlen, aber ich mache es natürlich trotzdem, ich muss es ja machen. Aber ich freue mich jetzt natürlich darüber, noch ein bisschen Duelle zocken zu können. Hat jemand von euch, Dani oder Waldemar, habt den Link zum Discord gerade parat? Da könnt ihr nämlich, könnt das nochmal reinschmeißen in den Chat, da können die anderen auch noch mitkommen. Ich kann es ja gerade nicht, weil ich sitze ja hier ohne Zweithandy und ich würde am Zweithandy auch gar nicht reinkommen in meinen eigenen Kanal. Also, wenn ihr den Link gerade da habt, bitte mal reinwerfen in den Live-Chat. Wer Bock hat, kann auch ein bisschen mitspielen. Und was zu essen muss ich mir auch noch holen. Daniel hat nur so uralte Karten, das macht gar nichts. Meine Karten, gut, mittlerweile habe ich ein bisschen modernisiert, aber ich spiele auch noch auf dem Stand von vor knapp 20 Jahren von meinen Karten her. Jetzt habe ich ein paar neuere mit dazu genommen. Wir haben aber auch ganz viele Einsteiger, ganz viele, die noch nie gespielt haben. Wir haben noch welche, die auch von damals noch ihre Karten haben. Wer also noch alte Karten rumliegen hat, kommt mit. Wir finden den passenden Gegner, der euch nicht in zwei Zügen platt macht, wo auch ein schönes Spiel zustande bekommt. Kriegen wir also hin, auch mit ganz, ganz alten Karten. Wir spielen sowieso aktuell nach der Spielmechanik der klassischen Serie. Also momentan ohne Link, ohne Synchro, ohne XYZ, sondern das, was wir früher auch wahrscheinlich alle gespielt haben. Wenn jemand gegeneinander, habe ich auch schon gesagt, mit Link-Monster oder mit Synchro oder mit dem Metadeck spielen, wir können da auch machen. Also untereinander könnt ihr euch da gerne absprechen. Wir haben mittlerweile auch zwei Duell-Arenen, damit parallel gespielt werden kann. Ich kann auch noch eine dritte aufmachen, kriegen wir auch noch hin. Ihr könnt untereinander, wenn ihr euch absprecht, natürlich auch Metadeck spielen. Oder eben einfachere Decks, so ganz alte Sachen ohne große Effektketten und sowas. Also wir finden für jeden den richtigen Gegner, keine Sorge. So, aber jetzt tatsächlich bis dann. Habe ich noch eine Redaktion für euch? Mal schauen, Sekunde, der Fladdy ist hier. Ich sehe gerade noch keine Junskaja, aber Juns? Junsi? Daniel fragt, wie man das im Discord findet. Naja, wenn du unseren Link hast zu unserem Kanal, dann siehst du ja die unterschiedlichen Räume auf der linken Seite, die unterschiedlichen Chaträume. Und wir haben halt zwei Sprachkanäle, die Duell-Arenen, und dann haben wir noch so ein paar andere, wo man sich über Regeln austauschen kann oder diskutieren und sowas. Also das findet man. Wichtig ist halt nur, dass ihr den Link findet. Ich habe ihn ja schon mal im Community-Tab gepostet. Ich mache es gleich nochmal. Ich poste den Link gleich nochmal für alle in den Community-Tab. Jetzt, wenn der Stream zu Ende ist, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Und wer noch dazu spawnen will, der kann das tun. Und ich bin jetzt direkt am Start und spiele noch eine Runde. Hab übrigens das Ziffernblatt meiner Uhr ein wenig geändert. Schaut mal, ja, ich bin gerade voll im Nerd-Modus unterwegs. Konnte ich mir nicht verkneifen. Ich konnte es leider nicht so personalisieren, wie ich es gern wollte. Ich wollte eigentlich ein Ziffernblatt haben mit Zeigern. Das ging leider nicht. Ich konnte nur die Digitaluhr einstellen, aber passt trotzdem ganz gut zum Nerd-Modus. So, Fladdy, ruf mal nochmal die Chefin. Juni! Ach, da ist er ja schon. Schaut mal, die Chefin war die ganze Zeit da. Die saß auf dem Schreibding. Ich dachte, Juna wäre oben irgendwo unterwegs. Aber nee, hier, Junskaja ist hier. Sorry, Juna, dass ich nach dir gequietscht habe, obwohl du hier sitzt. Also, die ganze Redaktion ist vollzählig. Übrigens wurde bemängelt, dass gestern irgendwas gebrummt hat im Hintergrund. Ich weiß nicht, was da bei euch gebrummt hat. Ich höre hier ehrlich gesagt nichts brummen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, im Hintergrund ist kein Quietschen, da ist so ein kleiner Ton im Hintergrund, der kommt aber von meiner Heizung. Was ihr da brummen gehört habt, weiß ich wirklich nicht.
Hört ihr das Geräusch von der Heizung? Ich gehe mal näher ran. Meintet ihr das hier? Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Also ich höre das auf jeden Fall, so ein leichtes, in Anführungszeichen, Quietschen, so ein Flimmergeräusch. Aber das sollte eigentlich bei euch nicht ankommen. Werner schreibt, es brummt öfters mal, könnte ein Kühlschrank oder ein Elektrogerät sein. Aber hier unten ist kein Kühlschrank. Und andere große Elektrogeräte habe ich hier auch nicht. Das Einzige, was hier ist an Elektrogeräten, ist meine Steckdosenleiste da hinten, wo der Strom für die Lampe, hier, so sieht es ja im Studio hier aus, wo die Lampe, der Strom für die Lampe und für die Lavalampe herkommt. Dass die nicht Lampe, nicht lampert, dass die Lampe nicht lavert, das liegt übrigens daran, dass es hier recht kühl ist im Raum. Die ist nicht kaputt. Wenn die jetzt 2-3 Stunden durchlaufen würde, dann würde die auch lavern, aber es ist einfach zu kalt hier im Raum. Deswegen sieht die Lavalampe so, naja, so komisch aus. Im Sommer ist das anders, da lavert es dann ein bisschen besser, aber die Lampe kommt einfach nicht, die kommt nicht auf Tour vor dem Flock. Ich habe sie nicht lange genug vorgeheizt. Und ansonsten habe ich hier nur das Musikding. Viel mehr, was Strom nimmt, habe ich nicht. Waldemar schreibt, er hat nichts brummen gehört. Ja, ich auch nicht, aber angeblich brummt wohl was. Gut, was noch sein könnte, hier gehen ja ein paar Rohrleitungen durch. Da hinten in dem Kasten ist zum Beispiel ein Wasserrohr. Da kommt auch mal Wasser durchgelaufen. Also möglicherweise brummt das ab und an mal, aber jetzt brummt es wieder, schreibt Werner. Also es tut mir leid, aber ich höre es nicht brummen. Das Brummen ist mein Wäschetrockner. Ja, der ist aus, der kann nicht brummen. Also mein Wäschetrockner kann gar nicht brummen, der ist nämlich nicht an. Wenn der an ist, dann würde das ganz anders klingen. Junski, was macht ihr denn? Bist du dabei, den Fladikanten zu vermöbeln? Naja, machen wir Feierabend. Essen gehen, Duelle spielen gehen. Ich schmeiße den Link zum Discord in den Community-Tab. Und die, die ich nicht noch im Discord sehe, denen dann eine schöne restliche Nacht. Und den anderen bis gleich. Jetzt schreibt jemand, wir wissen, was es ist. Ja, schön, dass ihr das wisst, aber ich weiß es nicht. Also, nee, hier bei mir brummt nichts. Möglicherweise die Leitungen, die hier durchgehen, aber ich höre es nicht. Also, bei mir kommt kein Brummen durch. Liegt vielleicht an euren Kopfhörern oder so, keine Ahnung. Und ein Bär ist auch nicht vor dem Fenster. Naja, das Mysterium werden wir wahrscheinlich nicht gelöst bekommen.